2014 war bisher ihr Jahr, ihr erfolgreichstes Jahr als Sprinterin und nun auch noch das Nachwuchssportlerin des Monats September. Lisa Marie Quanier, mit 17 Jahren schon so abgeklärt, so mit sich im Rhein und schon auf dem Sprung zur Spitze. Doch der Gedanke an die Spitze wirkt irgendwie surreal. Also ich denke schon drüber nach und dann sage ich mir auch schon so, boah, ein Pferd wäre schon geil. ja, doch schon. Und dann stellt man sich das schon vor, wenn man mal da ist oder wie das so sein wird und was man bis jetzt alles schon dafür getan hat und geschafft hat. Lebensfroh und unbeschwert. Nicht zuletzt durch ihre afrikanischen Wurzeln. Im Alter von 3 Jahren kam die aus Ghana stammende Lisa mit ihrem Vater nach Deutschland. Vor 2 Jahren kam ihr jüngerer Bruder hinterher. Also die Schule dort ist nicht so gut. Und meine Eltern haben sich damals auch getrennt. Und mein Papa hat mich halt mitgenommen und hatte dann hier eine Frau gefunden. Und dann bin ich halt mit drüber. Und ich war da halt also so klein, ich konnte jetzt nicht aussuchen, ob ich zu Mama und Papa will. Ja, aber ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt hier bin, ja. Froh hier zu sein, doch den Kontakt in die Heimat hat sie nie verloren. Genau wie zur Freundin Janina. Zu Hause bei ihrer Kindergartenfreundin kann Lisa ausspannen. Ohnehin weiß die Athletin gut, wie sie die Zeit neben dem Sport verbringen kann. Ja, eigentlich sowas überhaupt nicht mit Sport zu tun hat, wie irgendwie shoppen oder irgendwas unternehmen oder einfach nur sitzen und quatschen, das mag ich auch gerne oder auch für mich zu sein. Eine Leidenschaft der beiden ist das Backen. Heute stehen Mini-Donuts auf dem Programm. Ein perfekter Ausgleich und lecker noch dazu. Wenn ich jetzt nur also Freunde vom Sport hätte und auch nur den Sport, dann würde ich, glaube ich, verrückt werden, weil auf Dauer das geht nicht, da verliere ich auch irgendwie die Lust dazu. Auf jeden Fall, ich brauche schon Abwechslung. Darüber bin ich auch froh, dass ich alle meine Freunde leichtathletisch mache. Die Leidenschaft für Tanzfilme, Shopping und das Backen sind nur ein paar der Dinge, die diese Mädelsfreundschaft ausmachen. Und wenn man Probleme hat, dann kann man auch immer mit ihr reden. Sie hört einem immer zu, sie gibt einem immer Tipps und sie ist halt immer für mich da. Also auch für andere Freunde, die wir gemeinsam haben. Ja, also sie ist eine richtig wertvolle Person für mich. Janina kennt ihre Freundin privat am besten. Trainer Frank Paul hingegen weiß genau, was Lisa sportlich ausmacht. Bei Lisa ist es halt so, dass sie halt auch im Wettkampf in der Lage ist, eine gewisse Spannung aufzubauen, aber gleichzeitig auch eine Lockerheit zu bewahren. Aber beim Laufen ist es ja auch so, wenn du verkrampft denkst, dann läufst du auch auf einmal verkrampft. Und wenn du verkrampft läufst, bist du nicht schnell. Und das ist so, was bei mir ganz gut ist, dass ich da locker bin und locker laufe und dass es auch gut aussieht und schnell und dynamisch. Das bringt mir schon viel. Das perfekte Gleichgewicht zwischen Lockerheit und Disziplin. Lisa Marie Quanier, Nachwuchssportlerin des Monats September.